Ihre Marschroute für das neue Jahr ist festgelegt. Die Freien Wähler zeigen sich auf ihrer Fraktionsklausur in Regensburg kämpferisch. Auch 2014 werden sie die bayerische Staatsregierung weiter unter Druck setzen. Das Ziel, die CSU dazu zu bewegen, die Themen der Freien Wähler zu übernehmen. Denn schließlich treffe die Staatsregierung ständig falsche Entscheidungen, so der Fraktionsvorsitzende Hubert Aiwanger. Wir Freien Wähler stellen einfach fest, dass die Energiewende momentan von der Staatsregierung systematisch torpediert wird. Die haben keinen Plan, wie es weitergehen soll, aber sie verwenden viel Kraft darauf zu verhindern. Beispiel Windpark in Langenzenn, Landkreis Fürth. Dort wollen die Bürger investieren, ist niemand dagegen. Es ist der Bürgermeister dafür, es sind die Anlieger dafür. Und trotzdem untersagt ihnen die Regierung, hier weiterzuarbeiten. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Wir fordern dort, wo die Bürger dafür sind, die erneuerbaren Energien natürlich weiter auszubauen. Darüber hinaus erwartet Aiwanger, dass Kommunen dafür entschädigt werden, dass sie seit Jahren für viel Geld Vorranggebiete für Windkraft ausweisen, die durch die willkürliche 10H-Regelung der CSU nun möglicherweise unbrauchbar werden. Auch beim Thema flächendeckende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sehen die Freien Wähler die Staatsregierung in der Pflicht. Die Abwanderung aus strukturschwachen Räumen müsse gestoppt und eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden, fordert Dr. Karl Vetter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und gesundheitspolitischer Sprecher der Freien Wähler Landtagsfraktion, beim Besuch des Kreiskrankenhauses in Würth an der Donau. Eine Reihe von Maßnahmen soll Abhilfe leisten. Wir wollen insbesondere zwei Schwerpunkte neu jetzt in die Landespolitik mit einbringen. Wir wollen die Frage beantwortet haben, ob der Abiturient mit 1,0 a priori der bessere Arzt später wird wie der Abiturient mit 1,6 oder mit 2,0. Das ist das Erste. Und dann wollen wir erreichen, aufgrund unserer politischen Aktivitäten in den nächsten Wochen und Monaten, dass die kleineren Krankenhäuser im ländlichen Raum, ich habe es genannt, eine Bereitschaftsdienstpauschale zusätzlich bekommen, um einfach die Finanzierung auch im ländlichen Raum weiter gewährleisten zu können. Wir können es auch Sockelfinanzierung nennen. Das waren zwei Schwerpunkte heute auf unserer Klausurtagung. Zudem müssten künftig niedergelassene Ärzte und Kliniken besser vernetzt werden. Ein Beispiel, wie das hervorragend funktioniert, sei das Kreiskrankenhaus in Würth an der Donau. Die Einrichtung zähle zu den wenigen kommunalen Krankenhäusern, die schwarze Zahlen schrieben. Dringend mehr Geld muss nach Überzeugung der Freien Wähler auch in die Straßeninfrastruktur fließen. Straßen dürften nicht länger willkürlich nach Haushaltslage instand gehalten werden, sondern langfristig mit einem verlässlichen Budget. Am besten über einen zweckgebundenen Finanztopf. Jetzt diskutiert die CSU eine Ausländermaut, die am Ende ein Nullsummenspiel sein wird. Selbst wenn sie denn käme, dann kommt sie zu spät und dann bringt sie keine Mittel in den Topf. Wir fordern, ausreichend Mittel in diesem Topf zu belassen, vielleicht 20 Milliarden anstatt 16 Milliarden derzeit, und nur den Rest rauszunehmen und mit diesen Mitteln dann verstetigt diese Verkehrsinvestitionen abzuwickeln. Wir fordern hier auch eine überjährige Finanzierung, um einfach mit den Baufirmen anders verhandeln zu können. Wenn wir über 2, 3, 4, 5 Jahre Planungen machen können für Straßensanierungen, dann ist das billiger und wir können mit mehr Geld hier reingehen und können auch mit demselben Geld mehr erreichen, als wir heute mit dieser Summe erreichen können. Ein weiteres wichtiges Thema der Klausur war der Hochwasserschutz. Die Freien Wähler fordern ein Gesamtkonzept, das alle Zuflüsse und Gewässer berücksichtigt, erläuterte Tanja Schweiger, kommunalpolitische Fraktionssprecherin aus Pettendorf bei Regensburg. Das Wasser müsse möglichst dort aufgefangen werden, wo es entsteht, fordert Schweiger. Ein positives Beispiel ist die Gemeinde Bach an der Donau. Diese hatte vor Jahren ein eigenes Rückhaltebecken errichtet, um das Wasser bei Starkregen zu bändigen. Wir können hier Wassermassen wahrscheinlich von 1 oder 2 Wochen zwischenparken, können somit den Ort schützen vor kommenden Wassermassen, können aber vor allen Dingen weitergedacht auch die Donau Unterlieger schützen, dass man das Wasser dann eben erst, das bei uns vor Ort anfällt oder das Wasser, das bei uns vor Ort runterkommt, dass man das bei uns zurückhalten und erst dann in die Donau einleiten, wenn in der Donau wieder Platz ist. Hochwasserschutz, Gesundheitsversorgung, Straßenfinanzierung und Energiewende. In Bayern gibt es auch in diesem Jahr wieder viele Probleme. Die Freien Wähler haben dafür die Lösungen.